So, ich kann euch sagen, das Ding hier anzubauen, das ist ein bisschen schwerer als einen Ikea-Schrank aufzubauen. Also irgendwas schlecht. Macht ja Spaß, ne? Ja, fetzt wie Sau. Ist das ein Fett? Ein Fetti. Vorausgesetzt, man hat die Fernbedienung geladen. Ja, sonst rudert man trotzdem weiter. Und Leute, ihr kennt's. Ja, hey Angelfreunde und herzlich willkommen zum ersten OSA-Top-Thema. Ja, es ist soweit, Carsten. Endlich. Wir haben lange überlegt, was wir nehmen, ja. Aber ihr habt uns quasi ja schon den Weg dahin geleitet. Das Boot. Richtig. Also, ich hau gleich raus, das Boot. Also wir haben ja so viele Nachrichten von euch bekommen, dass wir mal das Setup hier so vorstellen sollen, was wir so verwenden. Ne? Genau. Carsten wird überflutet in seinem Instagram-Postfach. Ja, es fahren mittlerweile schon etliche Leute rum mit dem gleichen Setup, wie wir haben. Das Boot, die Bugbooter-Plattform und allen drum und dran. Sind alle bestens zufrieden. Und jetzt dürfen alle mal teilhaben. Richtig. An meinem Wissen über das Boot. Carsten, stellt euch das Ganze nämlich jetzt einfach mal vor. Genau. Das allererste, was ihr braucht, ist natürlich unser Boot. Also nicht unser Boot, sondern ein Boot, am besten Sektaska. Also, wir haben hier die 3,20 Meter lange Version mit einem Aluboden. Gleich als Tipp, wenn ihr das Boot aufgebaut lassen könnt, lasst es aufgebaut mit einem Aluboden. Ja? Dieses Ding hier reinzulegen ist schwierig, sage ich jetzt mal so. Also, nehmt ihr bloß einen E-Motor oder müsst ihr zusammenbauen, nehmt einfach einen Luftboden. Doppelt so schnell könnt ihr das Ding aufbauen und ist auch viel leichter. Die Pumpe und ein Reparaturkit ist natürlich mit dabei. Das Reparaturkit habe ich jetzt nicht hier am Mann. Ich denke, das werden wir heute nicht brauchen. Wenn wir hier rauf auf den Teich fahren, machen das Boot nicht kaputt. Ja, hiermit kriegt man auch relativ schnell aufgeblasen und dann ist es einsatzbereit. Gibt es da auch noch andere Varianten eigentlich? Na, man könnte sich quasi auch im freien Handel ganz normale elektrische Pumpen kaufen. Gibt es die Möglichkeiten, beziehungsweise so eine klassische Hubkolbenpumpe, wo man den Behn rumstellt. Ja, so pumpt in zwei Zügen, gibt es alles. Diese Anschlüsse, die man hier sieht, die gibt es bei ganz vielen verschiedenen Herstellern. Ist quasi, ich will nicht sagen immer das Gleiche, aber wenn man weiß, wie das aussieht, kann man es einfach nachkaufen. Carsten, warum haben wir eigentlich keine elektrische? Also ich habe das schon mal gesehen. Ich glaube, es kostet so um die 100 Euro. Man könnte auch mal sowas besorgen, oder? Man könnte, aber das Boot ist fast immer hier voll aufgepustet auf dem Hänger. Ja, Hänger, nächster wichtiger Punkt, ihr müsst den Car hier irgendwie zum Wasser kriegen. Ich habe einen normalen Kastenhänger, profischnallte Dings, vier Bretter drunter, geht auch. Oder man kauft sich halt einen Schlauchboot-Trailer. Da sind dann schön ein paar Rampen dran und dann kann man hinten das Ende abnehmen, also die Lichtleiste, wo das Kennzeichen dran ist. Dann kann man das auch schön trailern, aber es ist einfach nicht dazu gekommen. Also ihr merkt schon wieder, er ist wieder voll in sein Element hier, er hört gar nicht mehr auf zu quatschen. Genau, ich habe einfach bloß nach einer Pumpe gefragt, aber na gut. Brauchen wir nicht. So, ganz kurz zu unserem Hänger. Ich habe vorne und hinten ein Kantholz, also hinten ein Brett, vorne ein Kantholz. Drunter, um einfach das Boot weg von diesen scharfen Kanten vom Hänger zu haben. Ist nicht so, dass es jedes Mal gleich kaputt geht, aber muss ja nicht sein. Ist ja sein eigenes, da kann man ruhig ein bisschen hier schön mit umgehen mit der ganzen Sache. So, des Weiteren Spanngurte, ganz wichtig. Könnt ihr auch dickere nehmen, dünnere nehmen, das ist im Prinzip völlig egal. Hauptsache, das Boot bleibt auf dem Hänger, wenn ihr damit fahrt. Kommen wir zu der Sache, wo die meisten Leute die meisten Fragen haben, zu der Bugmutter-Plattform. Also, das muss ich ein bisschen ausholen. Das ist hier eine Allround Marine Bugmutter-Plattform. Könnt ihr einfach googeln, könnt ihr dann nach kaufen, wo es am günstigsten ist. Gibt es unterschiedliche Varianten, quasi mit Befestigungskit und ohne Befestigungskit. Das ist hier natürlich mit, weil an dem Schlauchboot da nicht viel vorgesehen ist. So, ich kann euch sagen, das Ding hier anzubauen, das ist ein bisschen schwerer als einen Ikea-Schrank aufzubauen. Ja, da solltet ihr handwerklich schon ein paar Mal so was Ähnliches gemacht haben. Wer macht denn so was Ähnliches? Ja? Keine Sau. Also ihr solltet euch das auf alle Fälle zutrauen und sicher sein, dass ihr das, was ihr da macht, doch halt. Ja? Es ist ja ganz wichtig, dass hier euer Bugmotor nicht ins Wasser fällt und ihr auch vernünftig damit fahren könnt. So, das Anbauen von den Dingern. Das ist echt, das wird es lang. Ja? Das kannst du dir nicht vorstellen. Versuch's mal kurz zu halten.
versuch mal kurz zu halten. Also, wenn ihr die Plattform anbaut, dann müsst ihr hier vorne, wie ihr seht, diesen Scheuerschutz, der ja auch aufgeklebt ist, abmachen, damit ihr diese neuen Halter hier verbaut. Genauso oben ist halt nichts zum Abmachen, aber die Halter sind mit 2K hier zum Ankleben. Müssen natürlich auch 24 Stunden aushärten. Steht aber alles in der Anleitung mit drin. Wie gesagt, das ist der Knackpunkt, auch die Plattform gerade anzubauen. Ich habe schön mit einer Wasserwaage Boot ausgerichtet, die Plattform ausgerichtet. Und dann, wenn ihr das erste Mal im Wasser seid und den Bugmotor drauf habt und alles, dann müsst ihr hier mal nachkorrigieren, damit auch die Plattform schön gerade ist, wenn ihr so ein normal geladenes Boot habt. Wenn euch denn zum Einstellen, ja, wenn ihr das nicht ganz gerade angebaut habt oder der Gewicht für den Bugmotor zu schwer ist, könnt ihr natürlich auch in dieses Metallgestell hier neue Löcher reinbohren, damit diese Befestigungsklammern natürlich auch da sind, wo sie hin sollen. Die Plattform ist dran und da muss natürlich ein ordentlicher Motor mit dran. Den setze ich erstmal hier ruf. So, den Motor stellt euch einfach rum. Vorher habt ihr quasi in der Vorstellung von der Plattform ja schon gesehen, dass hier so eine Adapterplatte drauf ist. Die schraubt das Board da durch, schraubt an, kein Thema, Schrauben ist noch immer mit dabei. Dann habt ihr hier einen Sicherungsstift, den ihr genau auf der anderen Seite einstecken müsst. Dann geh ich mal dahin, was? Genau, dreh mal bitte, also dreh du mal hier so eine Runde ums Boot. So, ich habe die Runde gedreht. Du hast die Runde gedreht, sehr schön. Dabei ist auch diese Sicherungsspange hier. Habt ihr hier ein paar schöne Löcher? Kann da drin stecken. Somit kann der Motor hier nicht mehr weg. Ist jetzt hiermit verriegelt. Ich lege das Schloss vor. Wäre so im Fall auch eine Diebstahlsicherung. Bringt zwar nicht viel, lässt du Luft aus dem Boot, kannst du einfach hier abziehen und nimmst es mit Halterung mit. Hast dir Geld gespart. Guter Tipp? Ja, gerne. So, für alle, die wissen wollen, was wir hier für Motor dran haben, das ist ein Hessring GPS Version 1.5. Heißt so viel, dass ich auf der Funkfernbedienung den Knopf habe, um GPS-Ankerfunktion zu gewährleisten. Das ist das A und O bei diesem Motor und deswegen haben wir den auch bloß. Ja, da, quasi diese Spotlock-Funktion. Das ist Anker der Knopfdruck. Super Sache. Vorausgesetzt, man hat die Fernbedienung geladen. Ja, sonst rudert man trotzdem weiter. Und Leute, ihr kennt's. Genau, den Anker auch nicht vergessen. Genau, ganz klassische Fernbedienung, habt ihr bei anderen Herstellern, sieht die sehr ähnlich aus. Hierzu muss ich sagen, erstens nicht vergessen zu laden, ist aber mit bei, könnt ihr dann einfach in die Batterie, die wir euch gleich zeigen, reinstecken, laden, könnt ihr dabei machen, also beim Angeln, kein Problem. Bei der Fernbedienung muss ich sagen, ein Kritikpunkt, dass die Knopfbetätigung relativ schwer ist. Also hier muss man schon sehr stark draufdrücken, damit du die gewünschte Funktion auch einschalten kannst. Aber viel macht man ja nicht. An, aus und ankern. Man fährt damit selten durch die Gegend. Da sind wir bei der angesprochenen Batterie. Also wir haben eine Rigby-Batterie, 50 Amperestunden Lithium-Ionen-Batterie. Super leicht. Also wirklich, wer die Sache kennt mit Starterbatterien schleppen, die 20, 25 Kilo wiegen, ja, das sind 8 oder so. Also das ist wirklich wie so eine Männerhandtasche. Haben wir an einem Angeltag noch nie leer gekriegt. Auch an 2 Angeltagen kriegen wir nicht leer, weil bei so einem Schlauchboot wiegt ja nicht viel. Das heißt, der Bugmotor muss nicht viel arbeiten, somit fällt die Batterie sehr lange. Was hier noch dran ist, haben wir quasi einmal, sogar zweimal einen USB-Port. Da könnt ihr euer Handy laden, eure Kamera, euer was auch immer. Und einmal einen klassischen, ja, 12 Volt, eigentlich nimmt man ja Zigarettenanzünder. Zum Beispiel könntet ihr damit dann eure elektrische Pumpe betreiben, um das Boot aufzupumpen. Wie ihr gesehen habt, zu zweit kann man das Boot sehr gut runterheben. Wiegt ungefähr 60 Kilo, so wie es da jetzt hinter mir steht. Wenn ihr euch ein paar Kilo sparen wollt, denkt an den Luftboden. 22,5 Kilo soll er wiegen. Ja, dann wiegt es bloß noch 40 Kilo rund. Ja, denkt dran. Jetzt muss der Schwaden wieder fit. Das Schiff kann man, das ist voll Gangster-Dings hier. Da hat die Ente Schutzgeld an den Schwan bezahlt. Er hat einfach einen Fischisch fallen lassen. Gott.
Money. So einfach geht das. Leute, jetzt wird's richtig spannend. Das war ja schon spannend, aber jetzt wird's richtig spannend. Jetzt kommen wir zum einfachsten Teil des Tages. Den Kollegen hier, den Verbrenner, an das Brot wieder rein. Und vor allen Dingen muss ich alleine tragen, weil das ist echt unhandlich. Weil 56 Kilo. Mit Boot haben wir gerade zu zweit 60 Kilo darunter getragen. Aber geht schon, diese Plackerei tue ich mir jedes Mal an. Ja, wird schon. Muss man mögen oder halt auch nicht. Einer muss auch die Kamera halten. Einer muss die Kamera halten und man könnte sich auch nur einen 5-Perser holen oder einen 6-Perser. Die wiegen dann ein Drittel von dem hier. Natürlich einfacher. Könntest du einfach zwei ranmachen. Wie so ein Quirl, könntest du mit zwei nachlenken. Wäre auch ziemlich cool, muss ich sagen. Ist das wieder ein Tipp? Das ist ein Tipp. Kauft euch einfach zwei 5-Perser. Ist leichter als ein 15-Perser. Da sind wir natürlich live dabei. Sag doch mal was. So, jetzt kann ich endlich wieder reden. Ja, man muss sich halt ein bisschen anspannen. Für alle, die interessiert, was wir hier fahren, das ist ein 15 PS Suzuki Außenborder, Baujahr 2020. Ja, ist ein Einspritzer, erspart euch das ganze Schockzieher und Ringestecke und der springt dann nicht an und säuft ab und sowas alles. Muss ich sagen, bin ich bis jetzt sehr zufrieden mit. Hat noch nicht so viele Betriebsstunden, aber problemlos. Verbraucht nicht Fülle, also ein Ticken mehr als mein alter 5 PSer. Aus den alten Videos kennt ihr den. Da war ja so ein Einbautank, ein Liter dran, der ist mir ab und zu mal leer gegangen an einem Tag. Und hier mit dem 12 Liter Tank, der hier dabei ist, da fahren wir hier locker 2, 3, 4 Tage durch die Gegend, bevor wir nachfüllen müssen. Das ist eine Tortur, oder? Ja, aber es lohnt sich, weil sonst braucht man immer so lange bis zum Spot. Wie gesagt, ich bin auch nicht schnell gefahren mit dem Ding hier. Ist ja auch neu, ist mein eigener, kann man halt Gerät schon. Zu Halbgas, zu zweit, roundabout 26 km/h. Und ist auch schon mal eine Ansage. Ich schätze, was wird er vor Max fahren? 40, sowas um den Dreh. Aber bin ich noch nie. Das ist also dieser Spritkanister, von dem wir alle reden, ja? Genau, dieser gut sichtbare, jeder kennt ihn, 12 Liter, ist bei den meisten Motoren mit dabei. Ja, macht sein Ding, hält Sprit dicht im Motor, ja, super Sache. Naja. Nach meinem Auto immer Jas. V8 und so. Da muss er mal probieren. Ja, richtig. Muss er gucken, ob er hier willig am Gas hängt. Also irgendwas schlecht. Macht ja Spaß, ne? Ja, fetzt wie Sau. Können wir endlich? Ich warte die ganze Zeit auf dem Wasser, bis du fertig bist. Alter Schwede! Ist das ein Fetti! Die Maschine hier rausgeholt. Alter! Geil! Alter! Mega geil! So, den messen wir mal. Mal gucken, ob er einen Meter hat. Also ich tippe ja. Gut, dann leg mal hin das Ding.